Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 1, Kapitel 5. Ich werde Ihnen wie allen anderen die Möglichkeit geben, sich zu bewähren. Ich wünschte, jemand würde die Kathedrale einreißen. Dann könnten wir sie ganz neu bauen. Wo ist Alfred? Dazu wäre ein Wunder nötig und davon verstehe ich nichts. Ich bin so müde. Komm, ich sing dir ein Schlaflied. Das hier mag Jack auch am liebsten. Oh, jetzt kommt Musik. A lock caught in the hunter's net sang sweeter than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. All birds and men are sure to die, but songs may live forever. Boah, das war echt schön, ne? Das war richtig schön. Das Spiel ist so. Ich weiß nicht. Es ist wirklich gut, ne? Wieso ist da eine Schüssel an der Wand? Trinken da Leute draus? Ich mag das ja gar nicht, dieses Weihwasser, ne? Ich finde, das stinkt auch immer so komisch. Ich weiß nicht, ist so. Oh. Ich habe immer das Gefühl, es ist richtig altes Wasser da drin. So, wir haben hier, wir können nach oben gehen. Da ist noch eine Schüssel. Da ist noch eine Kerze. So, dann haben wir einen Riss in der Wand. Den gucken wir uns direkt mal an. Oh, wir haben einen Stuhl. Kerze. Die nehmen wir auch direkt mit. Und dann gehen wir mal die Treppe runter. Fest verschlossen. Okay. Ich dachte, man könnte jetzt vielleicht. Vielleicht könnte ich ja mit. Der Hier ist zu viel Stein. Das würde nicht brennen. Ich will es ja auch nicht anzünden. Der macht den Turm kaputt, der Junge. Wir gehen ja jetzt hoch hier. Und dann. Oh Gott. Das machen wir doch nicht, oder? Ist das vorgegeben? Hier ist irgendein Nest. Sehr, sehr trocken. Machen wir das wirklich? Das machen wir doch nicht, oder? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das machen müssen. Ich meine aber noch zu wissen, dass da auf jeden Fall sowas in der Art war. Es ist was abgebrannt mal. War das der. War das die Kirche, die er dann fertig aufgebaut hat? Wieder? Ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass wir. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach. Ich kann mir zwar jetzt wirklich nicht vorstellen, wie das. Warte mal, kann ich die denn alle anzünden? Vielleicht sollen wir auch einfach das tun. Aber für was dann die Schüssel? Das ist doch jetzt eine gute Frage.
Für was dann die Schüssel? Da ist der Garten. Hm, wie Mamas Garten zu Hause. Kann ich hiermit irgendwas machen? Ich behalte sie lieber. Okay, er behält die Schüssel. Kapitelhaus können wir nicht rein. Hier ist der Weg ja noch. Den wir nicht gehen können. Hier können wir auch nicht lang. Jetzt steht hier nur noch ein Mönch. Ich glaube nicht, dass wir das da in Brand stecken sollen. Aber ich meine wirklich noch zu... Irgendwie war da... Also es hat auf jeden Fall irgendwas in diesem Buch gebrannt. Also ich weiß ja nicht mehr, was das war. Mama sagt, ich soll mich von ihnen fernhalten. Die sind gefährlich. Mehr Mönche. Ich behalte sie lieber. Du schon wieder. Ich habe keine Zeit für Kinder. Oh, warum brauchen die so lange? Er hört immer irgendwas. Erst ist es Adolphus, jetzt Prior James. Was kommt als nächstes? Ich weiß ja nicht, was wir mit dieser Schüssel machen sollen. Jetzt sind wir eingeschlossen. Okay. Versuchen wir es nochmal an der Küchentür. Aber wenn wir das ja jetzt in Brand stecken. Ich gehe mal zurück zu den Ellies. Martha? Lass sie, Jack. Sie hat viel durchgemacht. Ich denke, sie hat etwas Schlaf verdient, hm? Tom? Schon gut, wenn doch diese verfluchte Kathedrale einfach einstürzen würde. Okay, dann machen wir das. Das ist ja eigentlich das Zeichen für uns, dass wir das Ding in Brand stecken sollen. Dann tun wir das auch. Wenn das sein Wunsch ist. Tu es für Mama. Tu es nicht. Wenn sie eine neue Kirche brauchen, bekommt Tom Arbeit. Und wir können bleiben. So wie Mama es möchte. Falsche Erziehung. So, wir gehen jetzt mal. Boah, das fängt richtig an zu brennen hier. Also ist richtig schön gemacht, ne? Das Spielchen. Wir sind eingeschlossen. Ich wusste es. Nein. Was? Scheiße. Scheiße. Irgendwas mit dem Wasser? Ich weiß nicht, ob man da was machen kann. Das ist zu schwer. Ja, das bringt ja auch nichts, ne? Oh je. Oh nein! Scheiße, was machen wir denn? Ach ja, hier, Wasser, warte, wir haben eine Schüssel. Jetzt hör auf zu rütteln. Kind. Ich kann kaum atmen. Ja, und ich brauche die Maus, danke. Hier, Wasser, Schüssel. So, für was... Ich krieg keine Luft. Okay. Ich weiß nicht, für was wir das anwenden sollen. Vielleicht kann ich oben besser atmen. Ah ja, genau. Okay.
Ich muss hier raus. Ja, ich bin dabei. Wer ist das denn? Von da hinten kommt ein Luftzug. Wer war das denn? Oh, wir können runterklettern. Oh, wie soll das denn funktionieren? Italien, Cogitazione, in Locuzione, in Europa. Du, ich kenne dich. Mea maxima culpa. Du bist es. Bei Gott und dem Teufel. Wer ist er denn? Sie haben dich zurückgeschickt, um mich zu strafen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir büßen werden. Für das, was wir dir angetan haben. Für meine Sünden. Wirf mich in den feurigen Pfuhl. Lieber Bruder, erst 2 Tage sind vergangen, seit du die Priorei verlassen hast. Viel ist in diesen 2 Tagen geschehen. Mhm. Viele verzweifelte Männer, Frauen und Kinder haben hier Zuflucht gefunden. Mhm. Der Graf von Shiring wurde gefangen genommen. Seine Burg wurde von Verbündeten meines Bischofs erobert. Die Menschen, denen wir Zuflucht geben, wurden von dort vertrieben. Francis, ich weiß, dass es nicht deine Schuld war, aber ich fühle mich verantwortlich für ihr Schicksal. Milius und Cuthbert haben sich des Findelkinds angenommen. Sie haben es Jonathan genannt. Geschenk Gottes. Johnny Eightpence hatte recht. Er mag Ziegenmilch. Ein Geschenk Gottes. Und doch hat ihn jemand aufgegeben. Ich werde ihn nicht aufgeben. Und auch sonst keinen. Auch uns nicht, Bruder. Selbst wenn die Hoffnung auf meine eigene Erlösung so klein und so schwach ist wie unser Jonathan. Ich bete, dass dieser Brief dich wohlbehalten antrifft. Und für mein eigenes Wohl bitte ich dich, nicht mehr über unsere Eltern zu sprechen. Solche Dinge muss man ruhen lassen. Ich habe damit Frieden geschlossen und will nichts mehr davon hören. Ich hörte von dir, dass nur 3 in Graf Roberts Gefolge lesen können. Einer von ihnen ist mein Bruder. Dein Bruder, Philipp. Kriegt das keiner mit, dass da die Kathedrale brennt? Den Heiligen. Wir müssen den Heiligen Adolphus retten. Feuer! Das ganze Dach steht in Flammen! Mein Gott! Geh da nicht rein! Du, Adolphus! Der Heilige! Wir müssen ihn retten! Nein, nein! Geh nicht! Der Paul war das doch bestimmt, der... Oh.
der da gerade auf dem Dach mit uns stand. Das ist doch der einzig richtig alte gewesen, außer der Totengräber. Nach dem Brand. Das war doch... Während die Mönche und Flüchtlinge gemeinsam den Schutt beseitigten, hielt ich mich versteckt. Ich hatte nicht erwartet, dass so ein großartiges Gebäude so leicht und gänzlich in sich zusammenstürzen würde. Dass ein kleiner, dummer Junge wie ich es mir nichts, dir nichts in einen rauchenden Haufen schmutziger Steine verwandeln konnte. Mir war klar, dass ich etwas Schlimmes angestellt hatte. Oh ja. Und dass niemand jemals wissen durfte, was ich getan hatte. Eine Kirche in Brand stecken ist schon... Vater Philipp, ich habe die Trümmer wegräumen lassen. Es sollte jetzt sicher sein. Gute Arbeit. Ich danke euch, Baumeister. Das war eine sehr lange Nacht. Viele Leute sind schon gegangen. Sie haben mich gebeten, euch für eure Güte zu danken. Was geschehen ist, tut ihnen leid. Dann sollten sie Gott für seine Gnade danken. Niemand wurde verletzt. Keiner ist gestorben. 45 Mönche und 11 Novizen. Alle gerettet. Niemand fehlt. Niemand? Helios und Cuthbert haben sogar unseren Heiligen aus der Krypta gerettet. Wisst ihr, was der Grund für den Brand war? Jemand hat das Dach in Brand gesteckt. Habt ihr jemanden in Verdacht? Nein, die Kirche war leer, als wir sie abgeschlossen haben. Niemand wurde verletzt. Die Bücher wurden gerettet. Selbst die Gebeine eures Heiligen sind unversehrt. Vielleicht geschah dies alles aus einem Grund. Was meint ihr? Hier. Ich möchte euch etwas zeigen. Aber alle sind... Wer war denn dann der Typ, wenn alle vollzählig sind? Aber er ist sehr still. Er hat viel durchgemacht. Da. Alles ist vorbei. Alles vorbei. Wie überheblich ich war. Er war heute Nacht eine große Hilfe. Er und alle anderen. Er wollte... Ich möchte, dass ihr durch den Ring oben am Stab schaut. Okay. Sagt mir, was seht ihr? Die Sonne. Ich sehe die Sonne. Richtig. Vater, ich bin tief betrübt über das, was mit eurer Kirche passiert ist. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Und den Sonnenaufgang anstarren? Nein, ihr seht den Sonnenaufgang, weil ihr nach Osten blickt. Richtung Osten. Wie eine Kirche. Ich weiß, ihr habt kein Geld. Und dass es wichtiger ist, Menschen zu helfen. Aber wir könnten hier anfangen. Mit den Steinen, die wir haben. Und den Menschen, die helfen wollen. Also, was ist es, was ich dort sehe, Tom Bilder? Es ist der Chor eurer neuen Kathedrale. Ja. Jetzt sehe ich es. Wer war denn dann dieser Mönch, der da oben auf dem Dach war? Das könnte doch wirklich nur... Es gab doch nur zwei alte Mönche. Ja gut, die sagten 45. Wir haben ja nicht alle kennengelernt, aber... Wir haben den Totengräber kennengelernt, der war alt, und wir haben diesen Paul kennengelernt. Sorry, ich musste mal kurz gehen. Ja. Einer von den beiden, aber er sagte, jeder ist da. Also, was war das? Okay, was wir getan haben. Du warst dafür, die Flüchtlinge aufzunehmen. Du hast versprochen, Arnaldus nach seinem Tod zu begraben. Du hast die Kathedrale für Ellen niedergebrannt. Du hast Philipp dazu inspiriert, die Kathedrale von Kingsbridge neu zu erbauen. Wir akzeptieren. Ja, was anderes können wir auch nicht tun. Und nun sind wir bei Winchester. Kapitel 6 müsste das jetzt eigentlich sein. Wenige Wochen später erhielt ich eine Einladung von Bischof Walleran. In Winchester sollten wir und Wallerans Verbündete
König Stefan selbst treffen. Der Bischof war zuversichtlich, dass Stefan uns helfen würde, da wir ihm zuvor zur Seite gestanden hatten. Mit der Hilfe des Königs, so hofften wir, könnten wir die Kathedrale von Kingsbridge wieder aufbauen. Hof von Winchester. Percy Hamley. Bischof Walleran, guten Morgen. Ellie! Sie sind es, da drüben, die Hamleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steh da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, Kinder, entschuldigt. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich bin schon da. Ah, hier ist er. Guten Morgen. Bischof Henry, dies ist mein Prior. Philip von Gwynedd, Prior von Kingsbridge, ehrwürdiger Herr Bischof. Ihr werdet heute nicht viel zu sagen haben, Philip. Überlasst das Reden uns. Nein, überlasst das Reden mir. König Stefan ist schließlich mein Bruder. Und nun lasst uns aufbrechen. Mein Bruder ist ein Frühaufsteher. Kapitel 6, sag ich doch. Die Hamleys. Stefan, wir König von England, Winchester Castle. Ich will im New Forest jagen gehen. England ist voller Wild. Kein Vergleich mit der Normandie. Dieses Land ist noch wild und unbezwungen. Dies ist Walleran Bigot, der Bischof von Kingsbridge. Walleran? Ich erinnere mich. Wir kennen uns bereits. Und Percy Hamley. Mein Herr. Er hat Bartholomäus seiner gerechten Strafe zugeführt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Percy mir geholfen hat. Er hat normannisches Blut. Wir sollten mal zusammen jagen gehen. Gerne, Herr. Bartholomäus hingegen wird das Gefängnis nicht lebend verlassen. Percy Hamley hat dies nicht ohne Hilfe vollbracht, Herr. Ich war es, der ihm von dem Komplott erzählt hat. Und jetzt erwartet auch ihr eine Belohnung. Ich verstehe. Mein Bruder, die Kathedrale von Kingsbridge ist abgebrannt. Walleran erbittet keine Belohnung für sich selbst. Er bittet für die Kirche. Ich nehme an, dass die Kirche sich einen Neubau nicht leisten kann, Henry. Nun, die Krone auch nicht. Ich, oder vielmehr Bischof Walleran, hatte eine Idee. Gib dem Bischof Walleran die Ländereien des Grafen von Shiring, um ihr Bauvorhaben zu finanzieren. Die Idee ist gut. Aber es waren Percy und seine Männer, die die Burg des Grafen eingenommen haben, nicht Bischof Walleran. Stimmt's, Percy? Ja, mein Herr. Er kennt die Grafschaft und wird sie sicherlich gut führen, nicht wahr? Natürlich, mein Herr. Dein erster Dank sollte Gott gelten, nicht ihm. Gott hat dich zum König gemacht. Treib dein Spiel nicht so weit, Henry. Du weißt, was passiert, wenn du dich mit mir anlegst. Das willst du nicht. Es war ein langer Weg auf diesen Thron. Ein verdammt langer. Ja, mein Bruder. Und jetzt gehe ich jagen. Mein Herr und König, ich danke euch, dass ihr gewillt seid, die Zukunft der Grafschaft Shiring zu überdenken. Wann können wir mit deiner Entscheidung rechnen? Morgen.
bringt meinen Bogen. Sagt den Männern, dass wir jagen. Ach, da liegen mehrere Hunde. 4 Stück? Ich habe erst die ganze Zeit gedacht, das wäre nur einer. Philipp, Walloran und ich haben viel zu besprechen. Gut. Aber was kann ich tun, um zu helfen? Nun, mein Bruder bat mich, dem Verräter Bartholomäus ein Geständnis zu entlocken. Ein Geständnis wäre hilfreich gegen die, die glauben, dass seine Festnahme zu Unrecht geschehen ist. Und es könnte uns helfen, meinen Bruder dazu zu bringen, dass er sein Versprechen gegenüber Percy Hamley vergisst. Bischof Henry sagte, dass eine Beichte von Bartholomäus uns helfen könnte. Gut. Dann gucken wir mal. Philipp. Was ist? Bitte entschuldigt mich. Natürlich. Okay, Percy Hamley wird die Grafschaft Shiring bekommen. Aber würde er einen guten Grafen abgeben? Wen kümmert's? Stefan will den Thron seit 20 Jahren. Jetzt, da er ihn hat, muss er die belohnen, die zu ihm stehen. Wer weiß, vielleicht gibt Percy ja einen guten Grafen ab. Nach dem, was ich höre, hat Lady Hamley die Hosen an. Tja, das stimmt allerdings, das haben wir ja schon gesehen. Gruppe von Rittern. Bartholomäus und seine Leute wären nur die erste Welle gewesen. Robert von Gloucester läuft noch frei herum und er wird angreifen. Das sagst du immer. Und wahrscheinlich nur, weil der König gern hört, dass du seine Sorgen wegen Robert von Gloucester teilst. Robert von Gloucester will seine Schwester auf dem Thron sehen. Er wird angreifen. Und die Waliser werden an seiner Seite kämpfen. Ihr werdet noch an meine Worte denken. Kann ich denn hier irgendwie was... Morgen wird der König seine Entscheidung verkünden. Bis dahin werden sie einen einfachen Mönch wie mich nicht in die Feste lassen. Okay, dann können wir hier weitergehen. Wie konntest du sie entwischen lassen? Diese kleine Ratte. Ich werde sie finden, Mutter. Sie war hier? Warum? Um ihren Vater zu sehen, natürlich. Aber das wird ihr nicht helfen. Sie hat dich schon einmal zum Narren gemacht. Das darf nicht nochmal passieren. Nein, Mutter. Mönch. Es wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht. Regan Hamley, wir sind einander noch nicht vorgestellt worden. Ihr seid ein Narr. Reicht euch das als Vorstellung, Mönch? Ihr habt keine Ahnung, was hier vor sich geht, was? Ihr scheint nie einen Fuß aus eurer kleinen Priorei herausgesetzt zu haben. Ihr redet mich gefälligst mit Vater an. Wie könnt ihr euch von diesen beiden gierigen Bischöfen so benutzen lassen? Walloran will die Ländereien der Grafschaft für sich selbst. Henry weiß das. Sagt doch was. Entschuldige Sie dergleichen. Ihr glaubt mir nicht, Mönch, oder? Ihr macht euch nur Sorgen um die Ländereien eures Mannes. Selbstverständlich tue ich das. Und ihr solltet euch auch sorgen. Wenn Walloran gewinnt, verlieren wir beide. Ich weiß, dass ihr mir nicht traut. Könnt ihr das alles irgendwie beweisen? Reitet mit meinem Sohn, William. Nur ein paar Stunden. Ich werde euch beweisen, dass Walloran euch hintergeht. Einverstanden. Ich werde mit eurem Sohn reiten. Und sei es nur, um euch zu beweisen, dass an euren Unterstellungen nichts dran ist. Sehr gut. Vielleicht seid ihr doch kein so großer Narr. Aber gebt Acht, dass die Bischöfe euch nicht sehen. William? Was? Reite mit Vater Philipp. Tu, was ich dir aufgetragen habe. Aber die Alte, ne? Das ist so eine richtige Diktatorin. Mein Gott. William Hamley weigerte sich, mir zu sagen, wohin wir ritten. Er genoss es, mich im Dunkeln zu lassen und zwang mich, ihm nachzureiten. Manchmal trieb er sein Schlachtroß so schnell voran, dass es mir schwer fiel, aufzuschließen. Aber früher oder später wartete er immer hinter einer der nächsten Wegbiegungen auf mich.
So, und ich muss jetzt Schluss machen, meine Lieben. Und dachte, tschüss, bis zum nächsten Mal.